Nö, keine Alice hier. Mach ich. Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist der Verrückte hier gewesen. Ja, das war Kesrin. Muss irgendwas übersehen haben. Frage ist nur, was ich übersehen habe. Was habe ich übersehen? Machen wir mal den zu. Den habe ich ja angeguckt. Das weiß ich. Das gucke ich dir noch tausendmal an. Ja, Grüße, Alice. Schön. Das gucke ich gerade noch mal echt noch mal durch. Gehört mir zum Computer anscheinend. Dahinter ist nichts. Das ist hier so ein Stifthalter. Das ist super. Bilder habe ich mir schon tausendmal angeguckt. Guck doch mal nach, ob ich hier irgendwas mit Alice finde. Hier ist nichts mit Alice. Da sind noch andere Leute, aber da komme ich nicht hin. Der ist leider abgeschlossen. Ist das von ihr das Zimmer gewesen? Ist Brandon auch zu? Komme ich definitiv nicht ran. Das ist Guy Conrad. Das hat auch nichts mit Alice zu tun. Alice. Junge Frau Alice. Nix. 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 Ebenfalls nix. Noch viel weniger als nix. Warte mal, Alice ist weiblich. Wir gucken mal auf Bud nochmal. Vielleicht finden wir hier auf Bud irgendwas. Shampoos, Shampoos. Spiegel? Okay, das ist creepy. Das ist dann doch schon auf einer gewissen Weise unheimlich. Gut, Alice, 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 Darmrasierer, ein Shampoo-Zeug. Da ist nichts, hat sie hier irgendwas hingeschmissen, was von Interesse wäre. Alice, junge Dame. Nix. Nix, nix. Auch nicht. Shampoo, Rasierer, die glatten Beine. Geht nicht an. Ach, mir sowieso, warum hier immer alles aus ist an Licht und so. Das ist alles. Nix. Hier hinter was? Auch nicht. Muss da irgendwo einen Hinweis geben von der Alice. Irgendein Hinweis. Nicht. Nicht, nicht, nicht. Bin gerade so etwas am Verzweifeln.
Alice im Wunderland. Sehr kompliziert. Da ist der Weg lang, da ist der Weg lang. Wo geht's denn hier noch hin? Ach, das war der Weg. Ich guck mal den anderen Weg lang. Jetzt müssen wir mal schauen, warte mal. Da kam der Weg. Hier ist nochmal so Lager. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier nochmal was finden. Wir gucken jetzt nochmal alles hier durch. In der Hoffnung, dass wir irgendwas Alice-mäßiges finden. Hier geht's komplett runter. Das bringt mir auch nicht weiter. Vielleicht nimmt das jetzt das nochmal. Strusty, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Nicht mal annähernd. Ja, kann man fast verstehen. Ich bin auch gerade nicht okay. Ich suche Alice. Scanraum, Versal, Strand. Warte mal, das sind die Testumgebungen. Warte mal, vielleicht muss ich mir hier die Testumgebungen holen. Warte mal. Danke sehr. Manchmal bin ich aber auch blöd. Mal hier weg, du Ding hier. Versorge. Kopie. Netzübertragung. Geht nicht. Kopie an. Kein externes Gerät erkannt. Ich müsste theoretischerweise ja irgendwie das hier reinbringen. Wie mache ich denn das jetzt dummerweise? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Scanraum. Oh, wir haben hier Licht. Das Teil, das Ding hat hier kein Steckmodul dafür. Ich war gerade so leicht euphorisch, so nach dem Motto, wow, ich krieg das hin. Aber irgendwie nicht. Das ist zwar auch so ein Teil, aber das scheint defekt zu sein. Ja, der ist da drinne. Den kann ich nicht wegnehmen, der Teil. Ladescan-Daten. Testumgebung. Brauche hier eine Testumgebung irgendwie. Ich muss da irgendwie eine Testumgebung reinkriegen. Wie auch immer. Gucken wir mal, ob wir das Ding mitnehmen können. Vielleicht kriegen wir da die Daten rauf.
will jetzt hier nichts unversucht lassen. Ich würde es da so übertragen, wenn man das da so aufpacken. So. Wir nehmen mal einen Strand. Verträglicher Außentest. Nö, will er nicht machen. Tankfluten. Nö. Ein sensorischer Begrenzer. Das ist ja mal hier. Fantastisch. Ich kann ja mal gucken, ob ich unten in diesem anderen Raum noch mal was finde. Vielleicht haben wir da noch mal eine Möglichkeit. In den Kartoffelraum, aber in den anderen Abteilungen des Kartoffelraums. Dazu muss ich hier lang. Und dann schauen wir mal gleich nach. Das ist so die letzte Möglichkeit, die mir gerade so irgendwie einfällt. Ansonsten bin ich zu blöd für das Spiel. Vielleicht müsste ich auch langsam schlafen gehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier nehme ich schon um 6 Stunden 46 Minuten. Das ist das schon. Nö, hier ist gar nichts. Ich hab gedacht, hier wäre was. Und da ist die Kartoffel. Oh, das war die Kartoffel. Wir müssen wohl die anderen Räume nochmal durchsuchen, dass wir da irgendwas finden. Ich kann ja noch mal kurz hier gucken. Ich glaube, wir müssen einen besseren Ort. Das Bavarium brachte mich zu überlegen. Bavarium, was redest du da? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Scan mache, aber es gibt eine gute Chance, dass ich einen Schematik für den Scanner habe. Sie suggerieren, dass ich den Scanner für den Scanner schaue? Ja, und sie füllen sie in den Simulator. Das sollte funktionieren. Ja, das klingt sehr gut, dass ich das machen sollte. Läuft die Horrormusik hier noch? Also, Bavarium, die hatte doch dieses Teil gebaut gehabt. Alter, wie lange ist die Horrormusik jetzt laufen? Der will sich jetzt da unten gar nicht mehr beruhigen. Alter, der beruhigt dich überhaupt nicht mehr. Kartoffel Heinrich. So, da haben wir jetzt noch keinen Raum. Ich muss, glaube ich, gleich zurück. Dann nochmal, um damit die Musik leise wird hier. Versalie. Will er noch nicht machen. Wir müssen nochmal runterrennen. Das macht mich hier gerade irre. Alter, das hält doch keiner aus. Ja. Kartoffel Heinrich, ich komme. So, Kartoffel Heinrich, ich bin da. Und da rennt er nach unten, die Blöde. So, jetzt gehen wir mal langsam hoch. Nein, das hört jetzt gar nicht auf. Was ist los, Kartoffel Heinrich? Ja.
der will ja nicht mehr aufhören. Das kann nicht wahr sein. Hört echt nicht mal auf. Ey, Kartoffel Heinrich! Gib unten mal Ruhe, Kartoffel Heinrich. So, Vivarium. Vivarium hatte sie selbst gebaut. Es war eine Tür weiter irgendwo. Genau hier. Vivarium, da hat es doch. Der reagiert nicht. Come on, no need to go through all my stuff. Es macht aber Spaß, deine Sachen durchsuchen. Warte mal, vielleicht muss ich mir jetzt die Bilder von denen angucken. Oh. Schön. Gut, irgendwie will das mit der Musik nicht aufhören und irgendwie kriege ich jetzt gerade keinen reinen Gedanken wegen der Musik die ganze Zeit. Deshalb würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal für heute Ende. Und morgen ist ja auch wieder ein Tag und jetzt ist ja mittlerweile Real Life Time schon wieder fast 1 Uhr. Deshalb in dem Sinne euch alle da draußen auch wieder mal im Universum. Oh, besser. Einen schönen Tag und wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.